Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter in einer neuen Runde. Im letzten Part haben wir noch ein bisschen den Untergrund unsicher gemacht, sind dann, glaube ich, erstmal auch damit fertig geworden und haben uns jetzt in diesem oder im letzten Part noch ein paar Sternsplitter gekauft, ein bisschen ausgerüstet, ein paar Orden geholt und so weiter und so fort. Ich würde heute gerne nochmal in die Judo-Arena gehen oder was das war hier. Und nochmal versuchen, gegen den Meister zu plätten, weil wir sind ja doch schon eine Ecke stärker geworden mittlerweile. Frage ist, müssen wir uns da nochmal ein bisschen ausrüsten oder geht das so? Weil der macht schon heftigen Schaden, der Typ. Und theoretisch... Ich mach mal... Das weg. Das weg. Das weg. BP Plus, KP Plus tue ich mit rein. Ja, und dann vielleicht noch irgendwie hier so Ausweicherzeug. Glück gehabt und so. Ich glaube, das könnte ganz gut sein. Dann machen wir den Anti-V-Hieb mal kurz raus. Den Hammerwurf machen wir raus. Den Erdbeben, weil er ist eh nur ein Gegner. Und dann lassen wir die zwei hier drinnen, den Powerhauer und... Ja. Wird ein Gegner zu einem Minimonster. Ich glaube, das funktioniert bei dem nicht. Glaube ich. So, dann mache ich Ausweicher, Glück gehabt und tu mir nichts. Ne? Ich glaube, die drei, das alles hier in Sachen Verteidigung und dann einfach ganze Zeit Power Doubts drauf oder Power Sprung könnten in der Kombination ganz geil sein. Paracarry. Weiß ich gar nicht, nehmen wir den. Ja, ich nehme Paracarry. Okay. Let's go. Versuchen. Sehr schön, es wird Zeit, gegen den Meister anzutreten. Versuchen wir mal unser Glück, ob wir es vielleicht diesmal hinbekommen. Möge der Kampf beginnen. Scheiße, ich hätte vielleicht mir nochmal heilen sollen, ne? Das war schlecht. Okay, Mario trifft einen Gegner mit voller Kraft. Bam. Erstmal schön 6 Schaden. Ausgezeichnete Technik. So, Abtransport. Wenn es klappt, wird ein Gegner davongetragen. Das wird nicht klappen bei dem. Bin ich mir fast sicher. Bam, auch nochmal 6 Schaden. Sehr schön. Ha, geil. Da hat sich der Orden doch schon ausgezahlt, oder? So, und gleich nochmal dasselbe. Zack, zack, zack. Und bam, nochmal 6 Schaden reingebasht. Und dasselbe nochmal mit ihm. Bam. Hä, haben wir doch die Hälfte schon gleich weg. Und geblockt. Sehr schön. Nur 4 Schaden bekommen. So, Powerschlag. Let's go. So, ist er schon bei 20? Ausgezeichnete Technik. Danke. Und nochmal der Powerpanzer. So, jetzt wird es natürlich ein bisschen schwächer, weil wir haben gar keine PP mehr. Aber theoretisch könnten wir uns auch noch heilen. Du bist ein Naturtalent. Wieder geblockt. Sehr schön. Im Moment läuft es ganz gut. Ja, ich könnte jetzt halt Erfrischung machen. 5 KP und BP. Ich glaube, das mache ich auch. Ich gehe mal auf die Safe-Variante, ne? War halt blöd von mir. Ich hätte mich halt heilen können. War irgendwie dumm. Aber naja. Da, 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 da. So, dann nochmal das Ding hier. Bam. Und dann haben wir gleich, Leute. Wir haben ihn gleich bezogen. Du bist ein Naturtalent. Warum sagt er mir das immer? Hey, jetzt habe ich langsam raus mit den Blocken. So, und dann machen wir jetzt nochmal den Power Doubts. Schlag. Bam. Und dann müsste man eigentlich... ausgezeichnete Technik. Was ist denn mit dem? Dann müsste man eigentlich haben. So. Wir haben ihn besiegt. Juhu. Gibt nur leider nichts dafür. Also man sieht, geht eigentlich ganz gut so klar, ne? Jetzt verstehe ich, warum du so berühmt bist, Mario. Du bist ein meisterlicher Kämpfer. Sehr gut, ein würdiger Gegner. Ich gebe dir dies. Sonnenkarte. Der Beweis, dass Mario gegen den Meister siegreich war. Du darfst gerne jederzeit hier mit uns trainieren. Also, dem scheint es aber nicht so gut zu gehen, oder? Ist der irgendwie krank? Habt ihr da irgendwie Hintergrundinfos? Oder gibt es da noch Hintergrundinfos später? Wisst ihr da was, Leute? Wollen wir nochmal Luigi besuchen, bevor wir gehen? Also, das war jetzt eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Haben wir schön gemacht.
Also das mit dem Ausweichen ist, glaube ich, ganz geil, oder? Ich glaube, das kann ganz gut sein. So. Ja, hier ist er schon mal nicht. Luigi! Wo bist du? Kumpel! Ist er nicht zu Hause? Luigi! Komm raus aus deiner Falltür! Hä? Koopa Troopers. Schon wieder. Lieber Mario, danke, dass du die Fuzzis das Problem gelöst hast. Wir, die Koopas aus Koopaheim, wissen wirklich zu schätzen, was du für uns getan hast. Wir möchten uns entschuldigen, weil wir dir keine Belohnung gegeben haben. Wir sind nur eine... Was? Wir sind nur flache Koopas. Du bist uns aber jederzeit herzlich willkommen. Dein Besuch ist uns eine Ehre. Viel Glück von uns allen, deine Koopas. Süß. Hä, aber wie soll ich denn da runterkommen? Ergibt ja alles keinen Sinn, oder? Sprungattacke! Hä? Verstehe ich nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ich da runterkomme. Also hier ist ja eine Falltür oder so, aber hä? Geht nicht. Keine Ahnung. I don't know. Haben jetzt auch keine Zeit für. Wir wollen ein bisschen Prozess machen. Progress. Nicht Prozess. Ja, Prozess auch, aber mehr Progress. So, ja, das hat sich jetzt halt nicht so ergeben, wie ich das wollte. Naja. Gut, ja, lassen wir unsere Ausrüstung jetzt erstmal so, oder... Wollen wir die nochmal umgestalten? Ich lasse erstmal so. Obwohl die 3 KP braucht. Nein, geh weg. Die 3 KP brauche ich, glaube ich, nicht. Also die extra KP. Das hatte ich jetzt eigentlich nur für ihn genommen. So. Powerhauer finde ich gut. Die KP tun wir mal weg. Denn ich finde tatsächlich. Ja, ein Anti-V-Hieb ist eigentlich ganz geil. Und Erdbeben ist auch geil. Ich glaube, die zwei mache ich dafür rein, weil... Ja, mit dem Hammer draufhauen ist halt doch schon gut, ne? Ja, ich sag mal, die zwei wären halt auch mega cool, aber da brauchen wir halt wieder Ordenpunkte. Oder habe ich jetzt irgendwas, was ich gerade abgeben könnte? Ich finde halt, die können schon echt nützlich sein, die drei. Obwohl, ich glaube, den tue ich auch raus. Die zwei lasse ich drinne. Aber Glück gehabt, ja. Und dafür nehme ich Zahltag und Rabatt. Ne, Erstangriff. So. Jetzt bin ich zufrieden. Let's go. Okay, heißt, schwächere Gegner hauen wir jetzt einfach mit dem Hammer weg. Hier können wir, glaube ich, noch ihren Blümchen geben, ne? Diese Samen sind Teil einer Geschichte. Yay. Hier, Zaubersamen. Bitteschön. Oh, du hast einen Samen für mich, das freut mich so sehr. Ich pflanze ihn gleich mal ein hier. So, zack, rein damit. Batsch. Müssen wir uns eigentlich noch heilen? Sind wir gerade schwach? Ja, okay. Wir sollten noch schnell heilen, bevor wir dann losziehen. Wir sollen als nächstes in den Wirrwarrwald. Irgendwie so hieß der doch, oder? Und das war ja... Nee, warte mal, wo gehe ich denn hin? Das war ja in Richtung Bahnhof und dann rechts. Da wollten wir ja das letzte Mal schon mal nachgucken, aber da wurde uns dann gesagt, ja, geh da nicht hin, da verirrt man sich und so, keine Ahnung. Irgendwie so war das, ja. So, wir machen nochmal kurz das Schläfchen. Freue mich auf jeden Fall, dass wir den Meister bezwungen haben, aber ganz ehrlich, so war das auch echt easy. Wir haben auch fast jeden Angriff geblockt. Wir haben, glaube ich, jeden Angriff geblockt und einmal ausgewichen. Ist schon ziemlich nützlich, muss ich sagen. Ich würde gerne mal wissen, wie hoch die Chance ist, dass man ausweicht. Vielleicht weiß das ja einer von euch, wie hoch die Chance ist. Aber wahrscheinlich sind es nur so 10% oder so. Aber ich meine, es kann halt einen Kampf auch entscheiden, ne? So, wo war das denn jetzt hier? Das war hier direkt. Da, er hat Angst. Der bippert schon. Das heißt, ich bin da wahrscheinlich richtig. Ah! Ein Geist. Ah! Gerade eben ist mir ein Geist erschienen. Du hast sie doch auch gesehen. Gesehen. Oh, ich bin nicht der Einzige. Da drüben. Nein, da. Andere Seite.
Er ist im Wald verschwunden. Hilfe. Mario, dieser Wahnsinn muss ein Ende haben, bitte, im Wald. Kannst du da nach dem Rechten sehen? Eigentlich wäre es ja mein Job, aber ich kann einfach nicht gehen. Ich habe so viel Angst vor Geistern. Puh, bitte, ich bitte dich. Vielleicht solltest du den Job wechseln. Okay. Und hier. Oh, kurz ins Safe Point rein. Zack. Auf geht's. In ein neues Gebiet. Der Düsterwald. Hallo. Verzeihung, Sir. Sie sind nicht zufällig Mario. Wie geht es Ihnen, Sir? Meine Herrin wünscht, Sie zu sehen. Würden Sie die Freundlichkeit besitzen, uns in der Villa am anderen Ende Nimmer-Nimmer-Waldes zu treffen? Meine Herrin bat mich auch hinzuzufügen, dass sie über wichtige Informationen bezüglich der Sterne verfügt. Bitte beeilen Sie sich. Seien Sie sich eines herzlichen Empfangs gewiss. Und sollten Sie nicht erscheinen, dann hole ich mir euch. Das war ja geil. Kapitel 3. Der Unbezwingbare. Boah, ist das dunkel. Wow. Wahnsinn. Nimmerwald. Tottown. Okay, ich geh erstmal hier lang. Das sieht ja mega gruselig aus. Ich laufe erstmal eine Runde, würde ich sagen. Ja. Alter. Erstangriff erfolgreich. Okay, Piranha-Pflanze. Ich hätte vielleicht mal meinen Typen wechseln sollen, ne? Ja, komm, wir werden noch mehr davon treffen, hoffe ich. So, ich werde mal ein Erdbeben machen. Ich mache ein Erdbeben, ja. Bam, bam, bam. Und. So, zwei. Down ist noch keiner. Ich hoffe mal, dass der hier gleich down geht. Oh, hat das Schaden gemacht? Ups. Okay. Geblockt. Sehr schön. Wow, okay. Die hauen also ordentlich rein. Nochmal ein Erdbeben? Ich mach nochmal ein Erdbeben. Okay, der eine ist tot. Okay, da war ich zu lahm. Jo, die haben auf jeden Fall ein bisschen was drauf. Ich mache mal einen Powerschlag. Das sollte für den auf jeden Fall ausreichen. Tschüss. Und dann wechsle ich gleich mal auf Gumbario. Denn, ja. Neue Leute und so, ne? So, wir kriegen doppelt so viel Geld, ne? Hatte ich das richtig gesehen? Gumbario. Oder mehr Geld kriegt man jetzt auf jeden Fall. So, jetzt sind wir einmal rumgelaufen. Ich gehe einfach mal nach links und gehe in die erste Schranke rein. Keine Ahnung. Wir müssen uns ja einfach mal ausprobieren. Und mal gucken, wo es da so lang geht. Okay, die erste Schranke ist es scheinbar nicht. Oder ist jetzt wieder alles anders? Vielleicht müssen wir mal dahin, wo der Busch wackelt. Das sieht gut aus. Was glaubst du eigentlich, was du da machst? Keine Ahnung. Dies ist der Nimmer-Nimmer-Wald. Von hier an wird der Weg äußerst gefährlich. Wusstest du das nicht? Du kehrst besser wieder um. Nö. Aha, das ist also deine Geschichte. Du bist in Buhus Villa eingeladen. Dann darfst du passieren. Danke. Hör gut zu. Wenn du durch diesen Wald gelangen willst, musst du sehr genau auf deine Umgebung achten. Wählst du den falschen Pfad, landest du im Handumdrehen wieder am Waldrand. Diese Umgebung, nahe des richtigen Weges, wird sich immer ein wenig vom Rest des Gebiets unterscheiden. Halte Ausschau nach Hinweisen. Hier zum Beispiel solltest du dir
die inneren Bäume genau ansehen. In einem von ihnen wirst du ein glühendes Augenpaar finden. In seiner Nähe befindet sich der richtige Ausgang. In den anderen Teilen des Waldes gibt es auch andere Hinweise. Beobachte den Wald um dich herum mit größter Sorgfalt. Na gut. Ein glühendes Augenpaar, ja? Oh Gott. Ein Fuzzi. Ein grüner Fuzzi. Erster Angriff erfolgreich. Bam, 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 bam. So, ja dann. Machen wir erstmal hier scannen, ne? Waldfuzzi. Das ist ein Waldfuzzi. Waldfuzzis sind immer grün. KP 6, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Wenn sie dich schnappen, entziehen sie dir KP und laden ihre eigene Kraft wieder auf. Sie sind richtige Vampire. Oh, und manchmal teilen sie sich auch. Wenn sie das tun, sind sie noch stärker. Versuch sie zu besiegen, bevor sie sich teilen können. Du Scheiß. Okay. Aber das wird jetzt auch langsam heftiger, ne? So, ich würde jetzt auch wieder mal einen Powerschlag machen. Dann ist der nämlich... Reicht auch normaler? Ich glaube, normaler reicht auch. Ja, mach nämlich schon 4 Schaden. So. Na klar, der teilt sich wieder. Teilen die sich immer, wenn die... Wenn die zu wenig typisch sind? Sollte ich eher Flächenangriffe machen? Ist das besser? Weil dann würde ich ihn vielleicht einfach austauschen zu Cooper. Das ist vielleicht dann effektiver. Keine Ahnung, kann man das blocken? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall mega nervig. Alter, das sind ja super nervige Gegner. Wie sollst du die denn relativ schnell down machen? Zack. Und Powerpanzer. Das sollte eigentlich genug Schaden machen. Wow, sind die nervig. Die sind ja mal mega nervig. Und wir kriegen... Boah, doppelte Erfahrungspunkte. Jawolski. Sehr schön. Das ist gut. So. Da freue ich mich. Da fehlen nur noch 30. Ey, ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt als nächstes mal leveln soll, ne? Ich ging ja sowas von auf den Sack. So, glühendes Augenpaar. Nee. Gar keinen Bock auf dich. Wo sind die Piranha-Pflanzen hin? Shit. Ich will die nicht. Die sind eklig. Und ich habe gar keine BP mehr. Okay, warte mal, ich mache Wiegenlied. Ja, ich glaube, sowas sollte man echt mit dem Wiegenlied machen. Weil wenn die sich dann teilen und immer wieder aufladen, das ist ja super nervig. Auch nur 2 Runden. Aber ich kann auch nichts machen, ne? Das wird jetzt auch nicht so viel Schaden machen. So, ich mach mal Erfrischung. Damit ich ein paar BP bekomme. Super anspruchsvoll gerade. Also ganz ehrlich, das Level, also der Schwierigkeitsgrad hat sich jetzt gerade sehr gesteigert, oder? Also ich finde schon. Zack. Ist gerade alles ein bisschen schwieriger geworden. So. Powerschlag. Ha. Jo, BP sind halt aktuell ziemlich down. Oh, das ist cool. Donnerblitz nehmen wir auf jeden Fall mit. So, und jetzt soll es natürlich auch noch andere Hinweise geben. Nach denen wir Ausschau halten müssen. Bin mal gespannt, was... Du Scheiße. Gibt er uns einen Tipp? Hör genau zu. Willst du diesen Wald durchqueren, musst du immer den richtigen Pfad wählen. Willst du den falschen Pfad, landest du im Handumdrehen wieder am Waldrand. So, ja, das wissen wir doch.
immer, was? Doch merk, dass der richtige Weg nicht immer vor dir liegt. Manchmal musst du auch den Blick nach hinten richten. Ist das ein Tipp für diese Runde? Okay. Also die machen einen anderen Sound. Ich hoffe, das war richtig. Könnte... Oh ja, sehr schön. Hi. Hey, hallo, ich bin Knospi. Ein Blumensamen, ja, hier, ich gebe dir einen, ja, bitte. Danke, der Zaubersamen, cool. Ja, pflanz den ein und dann wächst was Schönes. Nice. Okay. Jetzt kriegen wir gar keinen Hinweis mehr, scheinbar. Ach, nö. So, da lacht der Baum. Ist das der Hinweis? Sieht mir so aus. So, das war doch der, oder? Nee, der war's nicht. Der hier, der nächste war's. Ja, okay, dann nehmen wir den. Alter. Okay, wie ewig geht das jetzt noch? Oh ja, eine Piranha-Pflanze. Ah, Mann. Ich hätte vorher wechseln müssen. Shit. Boah, sind das viele. Was zur Hölle? Okay, ich glaube, auch diese Runde kann ich kein... Bam. Kann ich nicht scannen. Das sind dafür echt zu viele. So, alle weg. Aber wieder schöne Erfahrungspunkte bekommen. Nicht schlecht. Da gibt es bestimmt noch ein bisschen Kohle für, oder? Ja, geht so. Ein BP haben wir zurückbekommen. So, haben wir denn hier einen Hinweis? Die Pilze sehen komisch aus. So, warte mal. Ich nehme mal kurz Gumbario. Zack, Erstangriff. Okay, 3 Stück. Auch eklig, aber das kriegen wir irgendwie hin. Gumbario, mach mal bitte einen Scanner. So, das ist eine Piranha-Pflanze. Diese Pflanze schießen unerwartet aus dem Boden. Sei also vorsichtig. 5 KP, Angriffskraft 3, 0 Verteidigung. Du kennst sie aus deinen bisherigen Abenteuern. Ich denke, du hast schon deine Erfahrung mit ihnen gemacht. Ihr Maul zeigt nach oben. Wenn du auf sie springen, wirst du gebissen. Nachdem sie jemanden gebissen haben, grinsen sie immer. Dieses fiese Grinsen, es treibt mich in den Wahnsinn. Okay. Na dann, smash mal den jetzt erstmal weg. So, haben wir schon mal einen weniger. Das war schlecht. Das war gut. Okay, Leute. Ich verabschiede mich auf jeden Fall auch schon mal langsam. Den Gegner hier machen wir schon fertig noch. Und dann haben wir auf jeden Fall ordentlich Überlänge gemacht. Ja, du kannst nichts machen. Deswegen, wir wechseln mal zu Bombette. Ich glaube, die ist da vielleicht mit am effektivsten. Hoffe ich zumindest. Shit, ey. Oh Gott. Jo, ich muss mich heilen, ne? Sonst bin ich nächste Runde tot. Oder... Oder Blitzeinschlag. Ja, ich mache einen Blitzeinschlag. Thunder! Ich kriege auch Geld wieder, oder? Glaube ich. Halte A gedrückt und lass los, wenn aufleuchtet. 3 Schaden, ja, kann man machen. Okay, gut. Jo, ich verabschiede mich, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren, beim nächsten Part wieder einschalten zu Paper Mario. Tschüssi, Leute.